So, hallo, erstmal Freunde und Abonnenten. Ich konnte diese Woche kein Video drehen, weil ich hatte zu Hause, also bei mir wurde das Dach über meiner Residenz neu renoviert und Montag wird das eigentlich ganz offiziell fertig und danach werde ich auch ein Video mit dem neuen Dach aufnehmen. Bloß was vorher war, das Dach, die Terrasse war offen und jetzt ist die Terrasse überdeckt worden oder überdacht worden. Und deswegen konnte ich leider kein Video drehen, weil ich war die ganze Zeit am Chillen, am Musik hören, am dies, das machen, am und so weiter und so fort. Aber da bin ich mal wieder und ich mache jetzt heute und morgen und übermorgen natürlich nochmal Videos. Aber da morgen Sonntag ist Ruhetag und die Arbeiter wollen auch gar nicht morgen arbeiten. Und am Montag geht's weiter. Die Leute haben so vieles da kaputt gemacht, kaputt gerissen von der offenen Dachterrasse und so weiter. Da wo Vogelmist und so weiter war, da haben die voll überall sauber gemacht und ja, und ich werde auch zeigen, Montag auch ein Video drehen dazu, wie die das gemacht haben. Und ich habe eigentlich in den letzten paar Tagen, in der letzten Woche, also in dieser seit Montag, habe ich ja keine Videos gedreht. Das einzige Video, das ich hochgeladen habe in meinem YouTube-Channel, war das mit euren Fragen und meine Antworten. Und ja. Und ich werde jetzt bald demnächst diesen Monat noch nach Hause zurückfliegen und dann war's das auch. Und dann mal schauen, vielleicht, aber ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde vielleicht im November oder sowas wieder zurückkommen, aber ich weiß noch nicht. Ich muss mal schauen, wie das in Deutschland aussieht. Weil da habe ich noch sehr viele Sachen zu tun und ja. Und also der Dach über auf der Terrasse, ich meine, auf der Terrasse ist mein Zimmer auf dem Dach, ist natürlich ein ganz großes Zimmer und da ist mein großes Bett, 2x1,80 oder sowas und das haben wir auch zugedeckt und da wird jetzt gebaut auf der Terrasse, da wo es jetzt offen ist. Und nachdem alles fertig ist, dann werde ich natürlich ein Video dazu drehen. Und ich war die ganze Zeit am Quatschen, am Quaken, am Rauchen, am Kaffee trinken, am Essen. Ich bin schon so eine Tonne geworden. Und ja. Oh, von nichts kommt nichts. Nichts.
So, will ich jetzt noch eine rauchen? Übrigens, ich habe da bei uns, wird auch nebenan eine Autobahn hingebaut. Also hier gibt es sehr vieles in Bau im Moment. Weil jetzt am Montag, den 9. September 2019, fängt hier die Schule an. Und deswegen ist da auch eine Schule schon letztes Jahr oder dieses Jahr fertig gebaut worden und die wird jetzt eröffnet. Ich meine, am 9. September 2019. Und dann war es das. Und dann kommen da sehr viele Schüler hin, beziehungsweise da kommen auch Busse hin. Und Bushaltestellen und dies und das kommen auch noch dahin. Aber ich weiß nicht, wie das alles geplant ist, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Übrigens, die Straße ist, die Autobahn ist, riesenbreit. Und also ich habe das hier dieses Jahr richtig genossen hier in der Türkei, in der Hauptstadt. Bloß ich vermisse meine Freundeskreis in Deutschland, aber mit denen bin ich die ganze Zeit über WhatsApp in Kontakt und die sind aber auch zwischendurch mal so ein bisschen richtig relativ nervig, muss ich echt mal zugeben, besonders der Samir und so weiter, der hat's wirklich abgesehen auf meinen Bugatti Chiron, den ich in Dubai in der Garage habe. Der hat es auch der abgesehen. Er meint, ich hoffe, irgendjemand zerkratzt sein Bugatti. Wer soll das denn sein? Meine Autos sind hier richtig gut versichert. Ich habe eine ganze Autosammlung. Ich meine, nicht Matchbox-Autos, sondern eine ganze Autogarage im Untergarage ist das, so wie eine Tiefgarage. Oh, das ist meine Garage und ich habe da sehr viele Autos. Porsche, Chevy und Rolls-Royce 3, Audi A4, A5, A6, A7, A8, natürlich Limousine und dann M5, M6 und so weiter und so fort. Ich habe Benz von diesen ganz großen, ich weiß jetzt nicht, Benz AMG habe ich auf jeden Fall und davon habe ich einen kirschroten, einen schwarzen, einen weißen und einen neonblauen und sehr viele andere noch. Und dann, die sind bei mir unten in der Garage in Istanbul. Und meine Residenzen, 40.000 Residenzen habe ich da in Istanbul zum Verkauf. Oder wir haben 40.000 Residenzen zum Verkauf. Und was ich noch sagen wollte, in Istanbul habe ich noch eine ganz eigene Villa noch gebaut, genau bauen lassen, genau am Bosporus. Du siehst volle Kanne, die Schiffe siehst du da nur.
Und du siehst, und man kann da die Bosporus beziehungsweise die ganze Stadt sehen von der Terrasse. Und das ist wirklich wunderschön. Und was habe ich da? Ich habe da noch einen Wolkenkratzer in Istanbul, Maslak. Ja, das Viertel heißt Maslak. Und da habe ich meine Residenzen und ich habe da auch einen Wolkenkratzer hinbauen lassen. Und ich habe da ganz oben mein Büro. Mein Büro. So, und was habe ich dann noch? Ich habe eine ganz eigene Insel abgekauft hier an der Ägäis. Und ich mache jetzt erstmal Schluss und bis zum nächsten Video. Tschüsschen, Küsschen, Leute. Und Turgut Yücel aus Duisburg, ich begrüße dich trotzdem, obwohl wir miteinander ein wenig gestresst sind, aber naja, ich grüße dich trotzdem. Tschüsschen, Küsschen.